Walnusswurzelknollen aus Kirgisien. Nicht jeder würde ihnen sofort einen besonderen Wert zuschreiben, doch jeder einzelne Wurzelstock kann bis zu 50.000 Euro bringen. Aus nur einem Kubikmeter Wurzelholz können bis zu 1.000 Quadratmeter edelstes Furnier entstehen. Der Dampf von 50 riesigen Kesseln liegt über der Halle. Jeder von ihnen fasst tausende Liter kochend heißes Wasser. Eine überdimensionale Küche zur Zubereitung von Holz. Auch das ist Holz. Was aussieht wie ein Felsbrocken, ist in Wirklichkeit ein wertvolles Stück Wurzelknolle. Jetzt ist es bereit zur Verarbeitung. Dieses Wurzelholz ist die Königsklasse. Das Hauptgeschäft ist normales Buchenholz. Etwa eine Autostunde nördlich von Prag steht die weltweit größte und modernste Fabrik für die Herstellung von Furnier. Millionen Kubikmeter Holz verarbeiten die Spezialisten jedes Jahr. Erntezeit sind die Herbst- und Wintermonate. Der hier angelegte Vorrat muss bis zum nächsten Herbst reichen. Jeder Stamm wird als erstes gründlich vermessen und untersucht. Mit geübtem Auge erkennt der Gutachter sofort die Problemzonen des Baumes und kennzeichnet sie. Um das Innere besser beurteilen zu können, sägen die Männer die Baumenden ab und zerteilen die Stämme in gleich lange Stücke. Stefan Schmal ist für jedes Stück Holz, das hier hergestellt wird, verantwortlich. Da ist die richtige Beurteilung jeder Lieferung das A und O. Der Querstrich markiert den idealen Verlauf der Maserung. Zwei ferngesteuerte Fräsen entfernen die Rinde. Die Raspel landen nicht auf dem Müll. Ein Mini-Kraftwerk nutzt den Holzabfall und versorgt die Fabrik mit eigener Energie und Wärme. Diese Anlage schneidet das Holz auf. Mit einem Laser richtet der Arbeiter jeden Stamm aus. Nur wenn der Schnitt exakt sitzt, erscheint die gewünschte Form der Holzmaserung. Mit jedem Zentimeter daneben verliert das spätere Furnier an Wert. Aus Kirgisien sind frische Wurzelknollen von alten Walnussbäumen eingetroffen. Sie sind etwas ganz Besonderes. Im Inneren schlummert eine äußerst begehrte Holzart, der Rohstoff für luxuriöse Verzierungen und Oberflächen. Sie aufzufinden und zu ergattern ist ein Glücksfall. Jede einzelne ist bis zu 10.000 Dollar wert. Nach mehreren Wochen in kochend heißem Wasser ist die Knolle jetzt weich und feucht. Mit einer Kettensäge putzt der Arbeiter den dampfenden Brocken. So entfernt er Reste von Astlöchern oder Faulstellen. Die Männer spannen die Knolle ein. Das Holz ist so weich, dass die Haltestangen tief im Holz versinken. Eine riesige, rasiermesserscharfe Klinge schält das Wurzelholz. Schicht um Schicht trägt die Maschine ab. Jedes Blatt ist nicht einmal einen Millimeter dick. Ständig betasten und befühlen die Männer die Oberfläche. Im Holz könnten sich noch Sand, Steine oder Nägel verstecken. Beschädigt ein solcher Stein die Klinge, ist das hauchfeine Furnier unbrauchbar. Im Idealfall entstehen bis zu 1000 Quadratmeter Furnier aus nur einem Kubikmeter Holz. Nach dem Schälen ruhen die Blätter, so dunkelt das Holz noch etwas nach. Je nach Holz und Erscheinungsbild kommen andere Schältechniken zum Einsatz. Die Maserung kann ihr Aussehen schon bei einer kleinen Veränderung des Schnittwinkels völlig verändern.
Jeder Stamm bleibt auch als Furnier erhalten. So passen die Blätter später nahtlos aneinander. Diese Maschine messert den Stamm. Ein Vakuum fixiert das Holz, ohne es zu verletzen. Das sogenannte Messern gleicht einem großen Hobel, der mit Wucht hauchfeine Scheiben Furnier abschneidet. Jede Schnitttechnik erzeugt ein anderes gestreiftes oder wellenförmiges Muster in der Holzmaserung. Die frisch geschnittenen Holzblätter sind noch feucht. Spezielle Wärmeanlagen trocknen sie vorsichtig. Erst dann lassen sie sich bündeln und sortieren. Ein Mitarbeiter beurteilt jedes Bündel Furnier. Sein Auge entscheidet über Qualität und Wert. Je besser sein Urteil, desto höher kann der spätere Erlös ausfallen. Die Preisspanne reicht von wenigen Cent bis zu etwa 50 Dollar für jeden Quadratmeter. Inzwischen ist das Wurzelholz trocken genug, um verkauft zu werden. Überschüssiges und Unbrauchbares kommt weg. Jan Wetschascher bewertet mit geübtem Auge die Bündel und zeichnet die Filetstücke der Maserung an. Die Ränder kommen weg. Schneidet der Techniker zu viel ab, geht wertvolles Maserholz verloren. Immerhin kann der Ertrag einer einzigen Knolle bis zu 50.000 Euro einbringen. Jeder Millimeter zählt. Schneidet er zu wenig ab, sinkt der Wert. Etwa 80 Jahre braucht ein Baum, um eine Wurzelholzknolle von über einer halben Tonne zu entwickeln. Innerhalb von 2 Wochen ist in der Furnierfabrik daraus ein edler Rohstoff entstanden. Auf diese Bündel warten bereits Schreiner und Kunsttischler in der ganzen Welt. Verklebt, feingeschliffen und lackiert entstehen daraus Verzierungen für edle Möbel und teure Luxuslimousinen.